Regisseur, hast ihn gerade angesprochen, ist auch wahnsinnig stolz auf dich vor allem, weil du alle Action-Szenen auch selbst machst. Ist das nicht total gefährlich? Ja, es ist schon ein bisschen gefährlich bei den Twilight-Movies. Also ich liebe generell Action-Szenen. Es ist wirklich fantastisch für mich, dass ich das machen darf, meine eigenen Stunts. Und ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann. Ich habe auch gehört, dass du ja, den weniger gefährlichen Sportarten frönst, sagt man das so? Du machst Yoga? Ich zeig's dir gleich. Ja, das ist sehr wichtig. Ich habe es gelernt. Ich hatte nie richtig genug Zeit, das zu machen. Aber die Yoga ist natürlich gut. Man kann Massagen haben. Man muss natürlich gucken, dass man fit bleibt. Ein ganzheitlicher Ansatz der Fitness. Und ich hebe sehr schwere Gewichte. Deswegen ist es wichtig, dass ich flexibel bleibe. Ja, das war hier für Calvin Klein. Wow, also man sieht offensichtlich, dass du viel trainierst. Was war eigentlich zuerst das Model oder der Vampir? Ich war schon immer ein Vampir. Aber hattest du nicht früher auch Angst vor Vampiren, als du ein Kind warst? Ich meine, die sahen ja früher alle ganz furchtbar aus. I love them. Ich habe die immer geliebt. Schon als kleiner Junge, ich habe ganz viele Brüder, die mich zusammengekloppt haben. Also ich hatte mehr Angst vor meinen Brüdern als vor Vampiren. Vampire sind meine Freunde. Also habe ich mir das schwarze Cape umgeworfen und habe mich zu Halloween als Vampir verkleidet. Das war alles, was ich hatte, dieser große schwarze Mantel. Und dann habe ich meine Zähne zurecht gemacht. Und ich liebe Vampire. Wahrscheinlich ist er wirklich einer. Aber gut, wenn sie so aussehen, die Vampire wie Kellen, dann haben wir Ladies ja keine Probleme mit denen. Du warst auf der Fashion Week hier bei uns in Berlin. Ja. Yeah. Für Calvin Klein. Wie war's? Loved it. Ich hab's geliebt. Die Models sahen toll aus und die Kleidung war großartig, die Präsentation war fantastisch und die Fans waren auch toll. Und dann gab's natürlich noch das Fußballspiel, das wir auch genossen haben. Das war wirklich nett. Kellen Lutz heute bei uns im Studio. Oh, am 15. Juli. Dann dritter Teil der Twilight Saga. Gucken Sie sich an, gehen Sie rein. Du bleibst noch ein bisschen. Thanks.